jetzt kommt die Kür, jetzt kommt der interessante Teil. Becky, jetzt geht's um dich. Und jetzt muss ich mal sagen, bevor wir hier mit dem Interview starten, du hast mir ja im Vorfeld ganz schön zu schaffen gemacht. Ne? Ich habe gesagt, gut, dann setze ich mich mal hin und schau mal, was die Becky so gemacht hat. Und es hörte ja gar nicht mehr auf. Es fängt schon damit an, dass ich gar nicht weiß, wie ich die eigentlich benennen soll vom Beruf her. Ne? Du bist Videoproduzentin, Eventmoderatorin, Content-Creatorin, Twitch-Streamerin, Referentin. Du bist auch eine ausgebildete Sprecherin. Ja. Und was machst du eigentlich nicht? Also ich weiß schon, dass du Spiele nicht schaffst, zu Ende zu spielen. Aber das ist ja wirklich extrem beeindruckend. Hut ab schon mal dafür. Dankeschön. Und bevor wir sozusagen starten, jetzt mal ein bisschen dich besser kennenzulernen, eine Eröffnungsfrage von mir, die ich eigentlich allen Gaming-Leuten immer stelle. Weißt du denn, womit das Ganze angefangen hast? Gibt es so ein erstes Game, was dich bewegt hat oder an das du dich noch erinnern kannst, wo du denkst, ja stimmt, damals, das war so der erste Funke? Ja, definitiv. Also ich spiele ja Videospiele schon seitdem ich 5, 6 Jahre alt bin, also wirklich seit immer. Begonnen hat es tatsächlich, also ich kann mich nicht bewusst daran erinnern, aber aus Erzählungen, mein Papa war ja auch so ein bisschen Gamer und der hat damals Wolfenstein 3D gespielt und hat mich dann halt einfach so, da hat mich halt dann so als Vierjähriger so auf seinen Schoß gesetzt und dann halt weitergezockt und ich saß da halt einfach mit dabei. Bei mir waren es aber sehr viele PC-Spiele, anfangs so Lernspiele, und so Point-and-Click von Tivola, so Oscar der Ballonfahrer, Darby der Drache. Also ich habe mit solchen PC-Point-and-Clicks angefangen, bis ich dann meine PlayStation bekommen habe, meine erste. Und dann habe ich sehr viele Disney-Spiele gespielt, Disney's Tarzan, Disney Hercules. Dann hatte ich zwischendrin noch ganz komische Spiele, wie Soviet Striker oder irgendwo, wo man mit einem Hubschrauber rumfliegen musste. Also meine Spiele waren nicht immer so meinem Alter entsprechend gewählt, hatte ich das Gefühl. Aber ich weiß nicht, ob jetzt meine Eltern so dran schuld waren, dass sie das nicht weggeräumt haben oder ob ich einfach zu neugierig war, wo die Spiele halt so rumliegen. Genau, aber in Prince of Persia, weil wir es gerade noch hatten, 3D, war, finde ich, auch nicht das perfekte Geschenk für eine Sechsjährige. aber war auch so... Ist auch nicht gut, ja. Nee, das ist gar nicht gut gelungen. Da sind die 2D viel besser. Ja, definitiv. Mhm. Ich bin auch erst dann wieder ins Franchise eingestiegen mit Sense of Time. Oh, das ist gut, ja. Das war nämlich richtig gut, ja. Genau, und dann hat das sich einfach so weiterentwickelt. Also ich habe immer Videospiele gespielt. Das war immer eines meiner liebsten Hobbys. Ich habe eigentlich auch alle Genres irgendwie durchprobiert. Wo ich mich nicht so gesehen habe, waren so kompetitive Sachen. Also ich habe auch Counter-Strike und sowas gespielt mit meinen Freunden, aber ich war eigentlich immer mehr so der Story-Typ. Also ich habe gerne die Stories erlebt, die Welten erkundet, alles, was so mit Roleplay zu tun hatte. Mhm. Das waren so meine Sachen. Dead Space und Assassin's Creed, also das war damals meine absoluten Lieblingsspiele. Jetzt sprechen wir langsam eine Sprache, sehr schön. Ja. Also ich bin wirklich, es gibt, glaube ich, wenig, was ich, also ich habe wirklich sehr, 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 sehr viel gespielt, also auch auf Twitch bin ich so als Variety-Streamerin unterwegs, also ich, für mich wäre es niemals ein Ding gewesen, so ein Spiel zu Tode zu spielen, im Sinne von, so wie wir in Valorant oder League of Legends, also immer nur, das einzige Spiel, was ich jetzt so spiele, ist Disney Dreamlight Valley, ja, aber ansonsten wollte ich immer alles irgendwie spielen und alles mitnehmen und ja, das ist so, hat das halt dann eben begonnen und irgendwann auf dem N64 halt dann auch so typische Sachen, hier Pokémon Stadium, Pokémon Snap, ich hatte halt auch einen Gameboy, also ich hatte eigentlich immer alles, was videospielmäßig da sein musste und so, das ist unglaublich beeindruckend, Becky, aber dabei ist es ja nicht geblieben. Du hast dich ja dann regelrecht hochgearbeitet und wirklich mit den Größen der Industrie zusammengearbeitet. Also ich habe hier auf meiner Liste, du hast mit der Gamescom zusammengearbeitet, Red Bull, Pro7, ROG, du warst in der österreichischen E-Sports-Liga tätig und du wurdest dann sogar nominiert für den Deutschen Computerspielpreis 2024 in der Kategorie Spielerin des Jahres. Also herzlichen Glückwunsch, das muss Dankeschön. Man auch erstmal schaffen. Das muss man schaffen. Dankeschön. Und ich habe auch gesehen, bevor ich gleich an den Scooterama übergebe, der das Ganze dann ein bisschen nachforscht, ich habe auch gesehen, dass es dir dann neben dem
neben der Unterhaltung, aber auch teilweise auch um ernste Themen wie mentale Gesundheit, Burnout oder auch Hate-Kommentaren oder sexualisierte Inhalte geht. Also das ist ja auch ein Topic, das dich bewegt, ja? Total. Also für mich war, also ich habe ja meine ganze Internetpräsenz so 2012 angefangen aufzubauen. Und am Anfang war das eben dieses I'm just a girl playing games. Also ich wollte einfach meine Leidenschaft für Videospiele mit anderen teilen. Und ich habe damals tatsächlich auch so mit Retro-Spielen begonnen, sage ich jetzt mal. Also The Curse of Monkey Island war eines meiner ersten Spiele, das ich gestreamt habe. Und dann bin ich halt auch immer mehr zu neueren Sachen gegangen und habe halt alles Mögliche gezeigt. Und je älter ich geworden bin und mit mehr Themen, die denen ich auch dann so konfrontiert war, habe ich mir halt gedacht, möchte ich halt auch am Stream drüber sprechen und meine Erfahrungen dazu teilen und dazu erzählen. Und vor allem, weil ich jetzt, also gerade auch mit diesem Burnout-Thema zum Beispiel, ja dann auch sehr konfrontiert war, weil ich habe halt auf der einen Seite meine ganze Streaming-Karriere aufgebaut, habe noch studiert und bin zusätzlich arbeiten gegangen. Und das war halt eine Dreifachbelastung, die ich halt einige Jahre mitgemacht habe. Und es war dann auch so jetzt vor ein paar Jahren, also ich hatte dann so 9 Jahre Twitch jetzt auf dem Buckel, musste ich auch eine Pause machen, weil ich wirklich nicht mehr konnte. Also es war wirklich viel, man hat einfach, also ich habe einfach gemerkt, ich bin auch nicht mehr kreativ genug und ich konnte einfach nicht mehr das so geben, was ich eigentlich geben wollte. Ja. Du hast ja gerade schon ein bisschen was über das, hat jetzt meine erste Frage komplett schon erledigt, weil wie bist du eigentlich ins Streaming reingerutscht? Ja, das hast du ja gerade noch erzählt, aber wie weit ist es das denn jetzt bei dir gekommen? Also wenn du hast gesagt, du hast gestreamt, du hast studiert. Was hast du eigentlich studiert? Medien- und Eventmanagement habe ich studiert. Ah, das passt dann auch gleich klassisch dazu, oder? Ja, genau. Irgendwas mit Medien. Ja. Und noch gearbeitet. Und ja. Das hast du 9 Jahre lang durchgezogen und dann eben gemerkt, du kommst da nicht wirklich weiter, auch mit der Kreativität. Und deswegen ist ja auch wahrscheinlich dein Fokus ein bisschen auf dieses Mental Health-Thema überhaupt mal gekommen, oder? Mhm. Ja, wie total. Kamst du dazu? Genau. Ja. Also es war halt wirklich, ich habe mich halt nie getraut, so all in zu gehen. Das war halt, als ich begonnen habe zu streamen, war die Monetarisierungsmöglichkeiten waren halt noch sehr gering. Es war nicht so wie heute, dass du so die Twitch-Subs, dass du gleich mal Affiliate wirst oder sowas. Also Geld zu verdienen, bevor Amazon da bei Twitch reingecashed hat, war eigentlich relativ schwer. Und auch, dass man so Deals bekommt, dass es Plattformen gibt. Heute gibt es so viele Managements, die dich da irgendwie auch durchboxen. Also Geld zu verdienen mit dem Stream war nicht so einfach. Deswegen wollte ich immer eine zweite Sicherheit haben und habe dann lange Zeit halt einfach eigentlich Vollzeit gestreamt, Teilzeit gearbeitet und das hat sich dann irgendwann nicht mehr vertragen, vor allem, weil ich dann dem Stream nicht diese Aufmerksamkeit schenken konnte, die ich ihm schenken wollte. Was wiederum bedeutet hat, dass ich auf der Stelle stehen geblieben bin. Und dann habe ich halt gesehen, okay, Leute, die gerade erst begonnen haben, die starten total durch, die sind super erfolgreich. Und ich mache das schon 9 Jahre und es geht nicht weiter und ich bin irgendwie nicht explodiert. Und warum habe ich nicht 1000 Zuschauer? Und ich war dann damals an so einem Punkt, wo ich sehr viel nach links und rechts geschaut habe, wo ich sehr unzufrieden mit eigentlich allem war, was ich so gemacht habe. Und ich musste dann erst erkennen, dass ich eigentlich schon urviel geschafft hatte. Also, ja, dass ich stolz sein kann auf das, was ich bis dato erreicht hatte. Und da habe ich die Pause gebraucht. Also ich musste mal einen Step zurück machen. Und dann ist mir dieses Thema halt auch immer wichtiger geworden, auch mal den Leuten zu sagen, hey, links und rechts zu schauen ist gut, wenn man sich Inspiration holen möchte. Aber dieses ständige Vergleichen, und das ist ja mit Social Media immer mehr geworden, ist nicht gut. Das schränkt einen nur ein, weil man ständig sagt, na, der andere hat es ja so viel besser, der hat es ja so viel besser oder leichter. Oder man versucht, eine Ausrede zu finden, warum man selber es irgendwie gerade nicht kann und nicht schafft, anstatt sich einfach auf sich selber zu fokussieren. Und ja, das habe ich halt in diesem halben Jahr, wo ich dann diese Pause gemacht habe, gemacht. Und seitdem spreche ich dann auch jetzt immer offener darüber. Und seit 2023 bin ich jetzt komplett selbstständig. Also da bin ich jetzt an den Schritt gegangen zu sagen, ich mag jetzt auch nicht mehr nebenbei in einer Agentur arbeiten, weil da musste ich, also da habe ich auch
Werbesachen gemacht. Wir haben da sehr eng mit PlayStation gearbeitet. Und das war mir dann zu viel. Ich kann nicht in zwei Jobs die Kreativität aufbringen. Und ja, das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, weil jetzt habe ich Zeit für all die tollen Dinge, die ich so machen und ausprobieren wollte. Ah, du bist also 2023 den kompletten Step in die Professionalität gerutscht. Das ist super interessant. Lass mich da kurz, ganz kurz nachhaken, weil deine Streams wirken ja jetzt auch wirklich sehr professionell und gut durchdacht, gut vorbereitet wahrscheinlich auch. Und wie sieht es denn aus? Jetzt plaudere mal kurz aus dem Nähkästchen. Wie sieht denn da dein Arbeitsalltag als Vollzeitstreamerin aus? Wie kann man sich das vorstellen? Und was machst du, um die Qualität jetzt, nachdem du ja weißt, dass die eigentlich schon immer hoch war, immer noch hochzuhalten? Ja, tatsächlich. Ich glaube, ich bin... ich bin jetzt zwar Vollzeit mit dem Ganzen selbstständig, aber ich mache eigentlich mehr Moderation. Also ich habe Twitch ein bisschen zurückgefahren. Mm. Also ich streame jetzt, also ich habe früher so 5-6 Mal die Woche gestreamt und jetzt streame ich, ich versuche so 3-mal die Woche und wenn es mehr ist, ist es mehr, dann ist es gut. Aber in Wirklichkeit ist mein Tag eigentlich recht sehr normal, würde ich mal sagen. Also ich stehe um 7:30 auf, ich mache mir ein Frühstück, setze mich dann erstmal in den Rechner und dann kommen diese langweiligen Sachen, so Organisationssachen, also E-Mails schreiben, Partner, Kooperationen, da so ein bisschen schauen, was abgeht. Und dann drehe ich meistens, also mache entweder meine TikToks oder Shorts, bearbeite Bilder für Instagram, also diese ganzen Social-Media-Sachen. Und dann gehe ich zum Sport. Also dann ist meistens Sport. Oh, ja. Und ich mache so richtig tagsüber, genau. Ich mache halt dann tagsüber noch so Sachen, die andere Leute halt abends machen, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommen. Und dann gehe ich live am Nachmittag, so zwischen 16 und 18 Uhr gehe ich meistens live für 3 bis 4 Stunden. Mhm. Und das ist jetzt so ein bisschen die Routine, die ich jetzt drinnen habe. Und bei meinen Streams selber versuche ich jetzt eigentlich gar nicht, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war früher 100-mal kreativer im Sinne von dem Aufwand, den ich so in meine Streams gesteckt habe. Also da hatte ich Themenstreams allein für als 25 Jahre Tomb Raider. Da hatte ich einen so coolen Stream mit Kuchen gebacken. Ich war verkleidet. Ich habe Survival-Tipps gezeigt, weil ich bin halt auch Pfadfinderleiterin ehrenamtlich. Oh, ja, wow. Also das kommt auch noch dazu. Was für die Bucketlist, ich schreibe mit. Ich habe mich nie genommen, ich bin evangelisch und nicht katholisch. Muss man nicht, das hat nichts mit Religion zu tun. Nee, ja, das war aber hier so. Ja, also mittlerweile, es ist halt immer Pfadfinder, immer meistens an eine Pfarre gebunden, aber nur weil günstige Räumlichkeiten. Also es ist meistens nichts, also bei Spiri-Einheit ist es jetzt nur noch. Nichts mehr mit Gott. Genau, aber da war ich so total kreativ oder ich habe damals meine erste Frühstücksshow gestartet, als das noch niemand auf Twitch so gemacht hat, ja. Also ich habe wirklich sehr viele Dinge, Theater gespielt am Stream, ja. Also ich habe wirklich jeden erdenklichen Spaß gemacht. Und heute, muss ich sagen, nutze ich die Streams eigentlich vorrangig, um mit meiner Community in Touch zu bleiben. Also wir spielen dann ganz entspannt irgendwelche Sachen, wir plaudern sehr viel über aktuelle Themen. Manchmal mache ich auch Reactions. Ich spiele ja jetzt auch Disney Locana, so ein Trading Card Game. Dann packe ich Packs aus am Stream. Also mittlerweile bin ich sehr entspannt, was das Streamen angeht. Also ich mache den Stream an und sehe es mehr als Austausch mit der Community. Und wenn ich dann mal Zeit habe, mir auch wieder so ein Special auszudenken oder sowas, dann muss ich mich auch ein paar Tage hinsetzen, das ausarbeiten, Overlays vorbereiten, Alarme, also Valentinstag ist das beste Beispiel dafür. Also, ja.